Hallo, hallo, hallo! Pascal ist da. Unsere Sarah ist leider verhindert. Somit setzen wir heute das größere Übel auf euch an. Nämlich mich. What's up, this? Dirndl und Lederhosen anziehen und ins Oktoberfestwochenende im Ländle starten. Am Freitag und Samstag, ab 19 Uhr, geht's los im Hohenemser Event Center mit dem 9. Emser Oktoberfest. Top-Musik von Alpenstarkstrom und Wälderecho, die Sauberateln, Wahl des kürzesten Dirndls und vieles mehr erwarten euch. Auch am Freitag und Samstag geht im Großdorfer Land am Mann Saal das erste Wälder-Clubbing-Wochenende über die Bühne. Der Freitag gestaltet sich der Jahreszeit entsprechend zünftig im Oktoberstil und den Party-Hits von DJ Hasenor und am Tag drauf gibt Sound von DJ Duo Scope Delta. Natürlich kommen da alle rundum und immer auf ihre Kosten mit dem Wachunser Oktoberfest am Samstag ab 19.30 Uhr im Schulsaal. Es erwartet euch Musik von Nachtfalter und Börig Böhmisch. Alle, die keine Lust aufs Oktoberfest haben, kommen da auf ihre Kosten. Im Silk Club in Koblach am Samstag ab 22 Uhr mit dem Motto Circus. Es erwartet euch gratis Eintritt, gratis Shots, Artisten rund um die Zirkuswelt und vieles mehr. Ebenfalls am Samstag findet die 32. Ausgabe der größten Depeche Mode and More Party Österreichs im Dornbirner Spielboden statt. Ab 21 Uhr dreht sich fast alles um eine der populärsten Musikbands der Zeitgeschichte. Aber mein persönliches Highlight als Luschnauer findet am Sonntag mit dem Luschnauer Kilby statt. Autodrom, Käsflader und viel Gerangel. Was will man mehr? Ab auf Kilby, ab 10 Uhr in der schönsten Marktgemeinde Österreichs. Also, das Wochenende kommen alle Oktoberfestnahrung auf ihre Kosten. Das soll noch einer sagen, im Ländle ist nichts los. Und wer weiß, vielleicht zieht man sich.